Mein Name ist Paul Kredl. Ich freue mich, dass Sie auf meine Sendung kommen. Heute trage ich für Sie vor das Leben von Karl Heinrich Ulrichs. Man kann sehr viel sprechen über Menschen, die besonders toll waren oder die besondere Leistung erbracht haben. Aber manche Personen haben auf jeden Fall eine Marke gesetzt in der Geschichte. Und in der 19. Jahrhundert über Themen zu sprechen wie Homosexualismus, das war nicht gerade einfach. Vor allem, wenn man so einen kleinen Dorf in Norddeutschland kommt. Norddeutschland ist immerhin evangelisch geprägt. Da sind wir ein bisschen offener. Aber stellen Sie sich mal vor, das ist die Karte heute. Und in die Karte heute zeige ich Ihnen, wie klein das Dorf ist, wo dieser Mann geboren wurde. Und in diese Umgebung wächst er und will frei sprechen über seine Homosexualität. Das wird schwierig. Er hatte zwei Schwestern. Und Briefe zwischen ihm und seiner Schwester sind noch ins Internet zu sehen. Im 1835 stirbt sein Vater und nach einer Zeit, in 1844, geht er zur Uni in Göttingen. In der Uni können Sie sich da einloggen und sehen, ist er immer noch vorhanden und macht immer noch sehr, sehr viel für die Gesellschaft. Bringt sehr gute Professionelle raus. Der Name Uranismus, das wurde von ihm erfunden, kann man sagen, weil das Wort Homosexualismus nicht gab. Und in diese Uranismus wollte er so über Homosexualismus sprechen. Er kreierte auch das sogenannte dritte Geschlecht, weil man wusste nicht, dass Frauen auch eine Sexualität haben. Später in seinem Leben hat er zwar gewisse Referenzen, das sagt man, dass er Lesben kennengelernt hat, aber das ist nicht nachgewiesen. Auf jeden Fall, das Wort Uranismus kommt nicht der Gott Vater der Aphrodite, so wie in manchen Referenzen steht, weil Uranus, das ist der entsprechende zu Hades in der griechischen Welt und er ist der Gott der Höhle. Später hatte Volkmar Sigusch, das ist der für Sexualkunde in einer Uni verantwortlich, er hatte ihn bezeichnet als der erste Schwule in der Weltgeschichte, das ist nicht. In alter Ägypten gab es schon Set und Horus und diese Geschichte allein ist schon über 4000 Jahre. Auch alte Griechenland, da hat man noch Nücher von Schwulen. Und nur in der deutschen Geschichte, in der modernen deutschen Geschichte, ja, das ist der erste. Er hat auf jeden Fall etwas ganz Wichtiges beigetragen, indem er seine Position und auch der Wunsch auf eine homosexuelle Ehe schon damals aussprach. Und schauen Sie, hier habe ich ein kleines Bild noch von Berlin zu dieser Zeit gefunden. Kupferstich, sehr schön. Parallel zu ihm veröffentlicht der Rechtsmediziner Johann Ludwig Kasper einen Aufsatz über Päderastie und man dachte damals, dass Männer könnte nur Relationen zu Jüngeren haben. Ich meine, das war eigentlich bei Heterosexuellen, die konnten nur jüngere Frauen suchen. Nur die Frauen haben das nicht zugelassen. Aber das ist nur eine Klischee. Im Grunde, wenn man danach sieht, wie das Ganze tatsächlich funktioniert, es gibt ja auch Gleichaltrige etc. In 1854 dann wird er aktenkundig, das ist klar, er hat zu viel Werbung über seine Homosexualität gemacht in eine sehr ungünstige Zeit. Und da ist klar, irgendjemand hatte dann keine gute Eindruck von dieser Einstellung gewonnen und dann hat ihn einfach verfolgt. In dieser Verfolgung zieht er dann nach Burgdorf. Und in Burgdorf, Sie sehen, das ist eine sehr kleine Kaff bei Celle.
immer noch heute. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass heute sind vielleicht 300 Häuser, damals waren nur 30, und als Anwalt dort, wenn er noch sein Mandat verliert, dann hat er nichts mehr zu suchen in der Juristwelt. Aber er hatte dann eine Arbeit gefunden als Journalist. Und als Journalist arbeitet er nach dem Tod seines Vaters in 1857 weiter bei Jochen Friedrich Kotter in die Allgemeine Zeitung. Allgemeine Zeitung, das hat sich später eigentlich 1929 eingestellt, aber später kam auch die Abendzeitung wieder. 1862, da hat er sich dann geoutet. Und diese Outing hat ein gewisses Problem mitgebracht. Weil dann seine Familie, die darüber wusste, musste entweder die Regierung mitteilen, weil wenn sie nicht mitgeteilt hätten, wären sie Mittäter. Und damals gab es sehr viel Petze. Und das Ganze kennt man eigentlich in der Ersten und Zweiten Weltkrieg auch. Er publiziert in 1864 die Forschung über die Rätsel der mann-männliche Liebe. Ich habe eine davon gelesen, mit glaube 86 Seiten, steht in das Internet verfügbar. Ein bisschen schwieriger, diese alte deutsche Buchstaben, aber sehr angenehm zu lesen. Sie werden merken, dass da spricht er immer über die Sympathie zwischen ihn und Frauen oder Frauen und ihn. Und zu dieser Zeit galt, dass wenn ein Mann etwas effeminiert war, ich liebe die Beschreibung von einer Bekannten, sie sagt immer wie ein Teekännchen auf Crack. Diese Benehmen waren nicht willkommen. Und da haben manche Frauen ihn so gemieden, weil das war sozial so bestellt. Man musste sich so benehmen. Und so spricht er nicht gut über Frauen. Und er stellt immer in Frage, ob man tatsächlich mit einer Frau leben muss, um sein Leben praktisch zu gestalten. In einem anderen Roman von ihm spricht er über einen Captain oder einen Seeschiffskapitän und eine Matrose. Das fand ich auch sehr, sehr romantisch, das Ganze beschrieben. Lohnt sich zu lesen. Also, kommen wir zu den Deutschen Juristentag. Stellen Sie sich mal vor, so einen Verein, wo alle Männer gehören zu Bruderschaften. Und sie wollten auch etwas über die Rechtssysteme mal beeinflussen oder etwas Gutes tun. Und sie bekommen diesen Mann als Besuch in 1867 in München. Diese Männer waren fast ausgerastet. Sie stehen da und hören einen Mann über Homosexualismus sprechen. Das ist in tiefste Bayern sowieso ein ganz schwieriges Thema und bei Juristen sowieso. Wir waren hier schon kurz vor der neuen Gestaltung der Reich unter Otto von Bismarck. Das heißt, auch die Mentalität war damals ziemlich festgefahren. Und wenn man so eine neue Idee präsentieren wollte, da hat man schon gewisse Grenzen gespürt. 1869, da kommen der Dr. Rudolf Virchow und Heinrich Adolf von Bardeleben und sie forderten, dass der Paragraph 143, das ist eine andere von den tausenden Paragraphen gegen Homosexuellen, etwas umformuliert wird, weil sie konnte nicht feststellen, eine Schuld an etwas, was sie meinten, konnte natürlich sein. Das heißt, man wusste schon damals, Homosexualismus ist keine Krankheit, sondern eine Lebensart. Eine nicht gewählte Lebensart, sondern man wird so geboren. Diese Forderung ist unter den Tisch gefallen, weil bei der Konstitution von dem Recht, sie haben einfach gesagt, es ist zwar kein Verbrechen, aber wenn das ganze Volk meinte, das ist ein Verbrechen, dann machen wir das zu einem Verbrechen. Das bringt mir auch zu dem Gedanken, wenn heute 90% der Menschen von irgendeiner Religion überzeugt wären, was würde mit uns passieren? Wären wir dann vom Turmen heruntergeworfen? Das heißt, Religion hat eine
Grenze erreicht, wo man sagt, es darf nicht das Recht mitgestalten. Das haben wir schon in der Geschichte gelernt. Und ich hoffe, dass dieser Beitrag hilft Ihnen, da auch darüber nachzudenken. Er schrieb 1870 noch eine Zeitung, das gilt immer noch als der erste schwule Zeitung, Prometheus. Beiträge zur Erforschung des Naturrätsels, des Urbanismus und der Erörterung der sittlichen gesellschaftlichen Interessen Urnitums. Wahnsinnig großer Name. Aber es war einfach eine Fortsetzung von seinen ganzen Texten. Und dadurch versuchte er, andere Gleichgesinnten zu finden, die leider nicht erschienen sind. Das Deutsche Reich, Sie sehen, das ist enorm geworden und er ging wesentlich mehr nach Osten als heute. Und da fand er schon eigentlich sein Ende. Er merkte, es geht nicht weiter. Deutschland ist sehr militär geworden und das war auch der Ende mit dem Krieg mit Frankreich. Und dann zieht er nach Italien um. Gewisse Referenzen sagen, dass er nach Napoli umgezogen sei. Ich konnte diese nicht bestätigen, aber in L'Aquila, wo sein Grab ist und wo seine Tafel ist und noch gefeiert wird, seine Anwesenheit in dieser Stadt, habe ich sehr viele Referenzen und sehr viele Bestätigungen, dass da alles noch ist, aber nicht in Napoli. L'Aquila ist nicht weit von Rom, Rom ist nicht weit von Napoli, das heißt, und das ist alles Italien. Gut, ich denke, das Wichtigste zu merken an diesem Leben ist, wir haben schon Personen, die vor fast 200 Jahren Gedanken gemacht haben über etwas, was wir noch heute diskutieren. Das heißt, es ist schon Zeit gekommen, dass wir zu einer positiven Verwertung der Geschichte kommen. Und vor allem uns überlegen, unsere Positionierung mit Religion und der Gesellschaft. Er hatte eine Straße mit seinem Namen bekommen, die Einemstraße. Und da gibt es so mehrere Dokumente über diesen feierlichen Tag. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Paul Riedl, das war eine meiner Vorträge. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Fragen hier setzen.